Potsdam war für uns ein wichtiger Vorbereitungspartner. Wir hatten zwei Turniere gemeinsam in Polen, haben dort auch so unsere Erlebnisse gehabt mit Hochwasser im Hotel, ein bisschen Hotelwechsel gemeinsam in ein anderes Hotel. Waren für uns wichtige Spiele. Wird sicherlich ein heißes Match. Potsdam ist bärenstark, wie ich finde, ihre Diagonalspielerin, die Linkshänderin, kaum zu stoppen. Brauchen wir sie einen ganz guten Plan. Ich glaube, dass Potsdam schon sehr weit ist, sehr, sehr kompakt, sowohl im eigenen Angriff als auch in Block und Abwehr, wie immer. Für uns wird es sicherlich darauf ankommen, dass wir jetzt in diesem Spiel an das anknüpfen, was wir zuletzt in Schwerin über weite Strecken eben geschafft haben. Das war vor allem natürlich sehr, sehr viel Kompaktheit in Block und Abwehr, eine deutlich stabilere Annahme, als wir das noch in den Spielen zuvor hatten. Und dann klar sehr, sehr viel Aggressivität im Aufschlagspiel, um den guten Potsdamer Sideout zu stören. Ich glaube, dass wir natürlich ein bisschen mit unserer Personalsituation zu tun haben. Wir haben nicht sonderlich viele Alternativen, aber die Mädels, die da sind, sind fit und heiß und wird sicherlich ein gutes Spiel. Wäre natürlich eine Riesenhilfe, wenn wir ganz, ganz viele Zuschauer in der Halle hätten. Das war jetzt schon im Auswärtsspiel in Schwerin wieder fast ein bisschen wie früher. Und unser Heimspiel hier gegen Aachen war auch echt stark. Und ja, wäre klasse, wenn viele Menschen kommen würden, um die Mädels zu unterstützen.